Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 66 mittlerweile meines Let's Plays zu Dark Souls 2. Und wir befinden uns im Schrein von Amana und haben gerade mit dieser jungen Milfanito geredet. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, was uns noch alles hier erwartet. Oh, ich sehe es schon da hinten. Eieieiei. Okay, also Bogen raus. Gut, dass ich einige Feuerpfeile noch im Gepäck habe. Komm, dich treffe ich. Aber sowas von. Überhaupt nicht. Ah, Mann. Gut, direkt mal eine gute Möglichkeit, hier meine Ringe wieder zu wechseln. Ah, ich habe auch noch den Faltenring an. Wie ärgerlich, meine Güte. So, erstmal den hier wieder. Ring der Klingen, den brauche ich im Moment nicht. Blablabla. Ah, obwohl, eigentlich ist er ganz gut. Ja, ich glaube, das ist okay so. So, lassen wir es mal. Dann gehen wir halt noch ein bisschen näher. Jetzt müsste es aber reichen. Ja. So, du hast einen weiten Weg bis hierhin. So, hui. Ah, Glück gehabt. So, du hängst aber auch rum. Ja, jetzt sieht man auch, da die Milfanito im Moment nicht mehr singt, sind auch keine Fireflies mehr über den Köpfen. Du da hinten auch noch. Ah. Okay. Ah, hätte ich ja nicht gedacht, dass die mir so nahe kommen. Wenn ihr übrigens mal sehen wollt, wo ihr hintreten könnt im Wasser und wo nicht, das ist relativ schwer zu erkennen. Ah, super. Menschenbild. Yes. Ja, fängt es auch wieder an zu singen. Aber man kann, wenn man eine Fackel anzündet, dann sieht es wirklich super aus. Ist allerdings erst ratsam, wenn man alle im Wasser lurkenden Gegner hier besiegt hat. Denn wenn man die Fackel anzündet, dann, ja, alles, was sich im Wasser befindet, kommt dann auf einen zugerannt. Nicht ratsam. Aber an manchen Situationen, in manchen Situationen notwendig. So, oh. So, hier, zack. Ach komm. Na dann halt so. Und Erzdrakenstiefel. Okay. Na gut, gucken wir uns die nochmal ganz kurz an. Wo sind sie denn, die Erzdrakenstiefel? Da sind sie doch. Stiefel der Erzdrakensekte aus Lindelt. Man weiß nicht viel über die Erzdrakensekte und ihre uralten Rituale, doch es heißt, ihre eingespielten Wunder und ihr selbst im Angesicht des Todes standhafter Glaube hätten sie einst zu starken Rivalen der Dranlake-Truppen gemacht. Aha, was hausen die denn hier noch rum? Suspekt, suspekt. Aber nun gut. Ich werde alles zerhacken, was sich vor mein Schwert stellt. So, wie dich. So, zack. Und glitzerndes Titanit, ja, sehr schön. Dann hat sich das doch noch ein bisschen gelohnt hier. Seele eines verlorenen Untoten und Skeptikergewürz. Gut, nehme ich auch gerne. Große Seele eines stolzen Ritters. Auch wie gehabt. So. Ja. Ich weiß, schon ein bisschen feige von mir, aber was soll's. So, ich werde jetzt mal probieren mit der Fackel. Erstmal kann ich es euch dann zeigen und zweitens brauche ich die jetzt auch. So, mal gucken. Na, kommt keiner? Okay. So, und jetzt seht ihr, der Boden ist schon viel besser zu erkennen. Beziehungsweise, wo der Boden eben aufhört. Ja. Okay, so, hier ist also nichts mehr. Ja, und man meint es nicht, aber man hat hier ein relativ großes Areal.
Oh, wo man sich noch bewegen kann. Ah. So, Drachenamulett. Ja, mir ist auch aufgefallen, ich habe ganz am Anfang das vergessen. Ich glaube, das hole ich jetzt auch nochmal ganz schnell. Ja. So, vielleicht nehme ich auch noch ein paar Gegner mit. Nee, anscheinend nicht. Will keiner. Genau, jetzt habt ihr das wahrscheinlich schon da hinten gesehen. Ach, hör nicht auf zu singen. Es gibt einem so ein wohlig, sicheres Gefühl. So. Oh ja, ihr seht schon. Ja, alle kommen auf einmal angerannt, ne? So, kann man aber auf jeden Fall auch, wenn man sicher gehen will, ob man alle erledigt hat, einfach mal hin und wieder eine Fackel anzünden. So, geht's hier durch? Nein, okay, dann muss ich einmal rum. Denn was wir vorhin aus dem Ast geschlagen haben, das ist natürlich auch irgendwo gelandet, und zwar hier. So, Flammenschmetterling und glitzerndes Titanit. Sehr gut, sehr nützlich. Ab wieder zurück. Warten wir hier. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ah, doch. Ja, sehr schlecht zu sehen, diese Truhen. So, Elisabeth-Pilz. Hervorragend. So. Ich noch irgendwas vergessen? Was ist denn hier nochmal? Ich glaube, später kommen noch Stellen, an denen wir noch etwas machen können. Aber im Moment, glaube ich, haben wir unsere Schuldigkeit hier getan. Ja. So. Gut, gut. Leichen pflastern meinen Weg. Und du, warum reagierst du nicht auf meine Fackel? Mann, ich muss mich aber heute extrem oft räuspern. So, was haben wir hier? Ah, sehr schön. Wow. Oder auch nicht so schön. So, die müssen jetzt erstmal weg. Aber sehr schön, dass die da jetzt hier mal sich offen präsentieren. So, einmal du. Da seht ihr auch, die haben nämlich Haare, eine richtige Frisur, mehrere Augen und eine ziemlich lange Zunge. Und eine ziemlich geringe Feuerresistenz. So, was gibt's denn hier noch? So, hui. Glitzerndes Titanit und dreimal glatten seidigen Stein. Das ist sehr gut. Die etwas bessere Variante des kleinen glatten seidigen Steins. Und es wird langsam mal wieder Zeit, zu den Krähen zurückzukehren. Wir haben jetzt mittlerweile ziemlich viele. Oho. Noch ein Endgegner? Mal ganz kurz gucken. Habe ich den richtigen Ring? Habe ich an? Naja gut, einfach mal durch. Hi, okay, jetzt geht's weiter, genau. Da vorne sehe ich auch schon ein Leuchtfeuer. Ich glaube, das sollten wir jetzt auch erstmal versuchen zu erreichen. Boah. Okay, ja, ihr habt schon gesehen, ne? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem hier, die Magier. So, dann können wir auch eigentlich direkt mal... hey, hallo. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, hier ist nämlich auch noch einer. Meine Güte. So, endlich mal wieder aufladen.
Und ich glaube, bei 93.000 Seelen, naja, könnten wir eigentlich... Nee, ich mach einfach weiter. Wir haben eine Lebenssicherung, keine Zeit verlieren. So. Denn das wird ein hartes Stück Arbeit hier noch. Eigentlich sind diese Levelabschnitte hier nicht sonderlich lang, aber sie haben es halt gegnertechnisch doch echt in sich. Aber wenn man schnell unterwegs ist, dann geht das schon. Machen wir mal ein bisschen hier auf Kamikaze. Puh. Okay, da hinten ist noch was, was glitzert. Ah, wo war denn noch was? Okay, hier hinten geht's auch noch lang. Ah, ja. Genau, ich meine, dass hier auch noch was ist. Man da nicht irgendwie drauf? Ja. Das will ich mal probieren jetzt. Okay. Aha. Ja, ihr seht schon, da hinten ist noch irgendwas. Okay, das weiß ich auch genau, was das ist. Da müssen wir aber noch nicht hin. Alright. Folgen wir jetzt einfach mal hier dem Weg. Ja, sehr gut. Da ist schon unser nächstes Objekt. Was es auszuschalten gilt. Hier, zack. Haha, hurra. Nun gut, ja. Ich bin ein bisschen spät ausgewichen. So, da hinten ist nämlich eine Tür, in die wir aber noch nicht reinkommen. Sondern erst, wenn wir ein bestimmtes Objekt haben. So, ich lade mal eben auf. Genau, einmal hier hin. Noch ein Feuersamen, sehr schön. Ich glaube, hier müssten wir eigentlich noch jemanden treffen können, ja. Komm schon, einmal noch. Zack. Hihi. Wieder einer weniger. Wenn das doch nur alle gewesen wären, aber waren sie leider nicht. Okay, da lurkt noch einer hier im Wasser. So. Okay. Weiß, glaube ich, jetzt in welche Richtung ich muss, und zwar hier lang. Ja. Und ihr seht schon, fieser Oger, alle fies, die Gegner hier. So, schnell rein. Und hallo. Eieiei. So, was haben wir hier? Große Seele eines stolzen Ritters und alter schimmernder Lebensstein. Sehr schön. Und außerdem ein Beschwörungssymbol von mutige Felicia. Felicia. Dich nehme ich bestimmt noch mit, aber erstmal kümmere ich mich um den Dicken hier. Ich glaube, das werde ich aber machen mit Giftpfeilen. Ja, das ist so schön, dass es unsichtbare Barrieren für Gegner gibt. Oh, an die sie sich manchmal nicht halten. Nun, komm her. D.
Dickerchen. Ah, sehr schön. So, du hältst auch die Füße still, bitte. Ich glaube, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ja. Aber ich werde trotzdem, bevor ich unsere Mutige hole, werde ich trotzdem versuchen, hier noch mal ein bisschen die Luft zu klären. So. Bitte, bitte, bitte glitzerndes Titanit, funkelndes. Ja, glitzerndes, sehr gut. So, ui. Hören Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Okay. So. Oh, auch glitzerndes Titanit. Das finde ich aber schön. Wow. Wow. Ja, das sind mir leider ein paar zu viele hier. Ach. Oh nein. Oh nein, eine Sackgasse. Ah, Mann. Hier kommt man auch nicht wirklich überall hoch. So. Das war knapp. Gucke ich doch mal, ob ich die hier irgendwie aufs Korn nehmen kann. Ohne, dass ich mich jetzt wirklich in Gefahr begebe. Ne? Das kam doch hier hinten her, das weiß ich doch. Ja, schieß ruhig. Damit kann ich leben. Hey, hallo? So, da war aber noch einer. Mindestens noch einer. Ah, bist du es? Oder bist du nur ein Stein? Ah, verdammt. Okay, es scheint keiner mehr hier zu sein. Oh doch, 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 da ist noch jemand. Aber ich bin schneller. Okay, okay. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal an, was da noch... Ah, ja, das gibt's ja auch noch hier. Eieieiei. Okay, ich wusste es. Nein, nein, nein. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Nein, nein, nein. Hey. So, jetzt aber gut. Alles klar. So, da hinten in das Geäst, da möchte ich noch rein. Das ist ein großes Begehr von mir und ich glaube, dass das uns nicht gut bekommen wird. Aber es geht nicht anders. So, ich guck mal, ob wir vielleicht schon einen Treffer landen könnten. Einmal. Zweimal. Okay, damit kann ich leben. Solange ich die Möglichkeit habe, ein Schisser zu sein, ist alles gut. So, bitte, bitte. Aha. Okay, lauf, 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 lauf. Okay, jetzt müsste er ja eigentlich fast das Zeitliche gesegnet haben hier schon.
So. Ah, hervorragend. Lalala. Ich würde gerne mal wissen, ob es hier irgendeinen Ring gibt, mit dem man auch besser durch Wasser warten kann. So, holen wir uns das noch. Sängerinnenkleid und den Lebensring plus 2. Ja, gerade der Lebensring ist nicht zu verachten. Ich glaube 60 extra Leben bringt er, im Gegensatz zu 30 der erste. Irgendwie sowas in der Größenordnung müsste das sein. So, dann haben wir jetzt aber nicht mehr viel vor uns. So, die beiden jungen Herren noch. Ui. Ah, knapp, aber gut. Ja, ja, komm. Du kriegst es auch noch ab. Hey, heilst du dich etwa? Ah. Interessant. So, dann holen wir uns erstmal das hier oben. Köderschädel. Wow, jetzt müsste ich doch schon einige im Repertoire haben. Flupp. Und auch noch ganz wichtig, jetzt habe ich mir das da hinten nicht geholt. Ne? Ich glaube, das ist eine eine Titanitscherbe. Verdammt. Ah, Leute, okay. Ich muss aber leider erstmal hier rein. Denn ich glaube... Hier erwartet uns nämlich das nächste Lagerfeuer. So, Lebensstein. Super, nehmen wir. Ja, du musst auch dran glauben. Und du auch. Und du auch. Und bevor meine Rüstung kaputt geht, du auch. Sehr schön. Okay, einmal das Leuchtfeuer entzünden und dann werde ich mal ganz kurz auf die Uhr schauen, ob es sich noch lohnt. Ah, die Titanitscherbe. Nicht die Titanit, aber die Estus-Flakon-Scherbe zu holen, ja. Aber es lohnt sich noch. Zumal ja jetzt hier alle Gegner besiegt sind, dürfte das Ganze ja gar nicht mehr so das Problem darstellen. Mal ganz kurz im Inventar... Jawohl, zack. So, los geht's. Ja, bleiben wir erstmal hier, wo wir uns auch ein bisschen schneller bewegen können. Nein! Okay, rollen darf man natürlich nicht mit der Fackel. Das ist keine gute Entscheidung. Aber okay, jetzt auch nicht schlimm. So. Erstmal hier lang. Da hinten ist er. Ja, genau. Ah, das war der Drakenaufseher. So. Sind wir hier schon richtig? Ja, genau. Okay, wird Zeit, nochmal die Fackel anzuschmeißen. So, bei Gelegenheit sollte ich mir mal welche kaufen. Obwohl, ich meine, 8 Stück noch. Ob ich so viel überhaupt brauchen werde noch? Ich weiß es nicht. So. Eigentlich ist es hier wirklich nur eine Stelle, die richtig mies ist. Und zwar, normalerweise kann man hier, wie ihr seht, um beide Seiten herum. Ui. Okay, alles klar. Ah, gut, das hatte ich ganz vergessen.
Dann machen wir das halt so. Ja, die nehme ich gerne in Kauf, die Treffer. Bevor ich hier blöd ausweiche und noch womöglich runterfalle. Das ist es nun wirklich nicht wert. Oh, zack. Boah, meine ich das nur da? Oder hat der ein bisschen heftigere... So, super. Okay. Mann, wieso drücke ich denn immer Select? Das ist doch verrückt. Ich weiß doch eigentlich, dass es Start ist. So. Lalalala. Genau, und hier wird es nämlich fies. Denn hier kann man nämlich nur links vorbei. Und nicht mehr rechts. So. Jawohl, Estus Flakon Scherbe. Und hier hinten haben wir noch... Sonnenlichtschwert. Sehr schön, sehr schön. Das können wir uns auch mal ganz kurz angucken, das Sonnenlichtschwert. Vielleicht für manche ganz interessant. Wo ist es denn, das Sonnenlichtschwert? Ach so, das Sonnenlichtschwert, das ist ein Zauber, genau. So war es nämlich. Ein Zauber ist es. Da. Zack, 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 zack. Hier ist es. Irgendwo. Hä? Doch, da war es, genau. Sonnenlichtschwert. Haha. Wunder, 36 Intelligenz. Wow. Das ist ordentlich. Oder, ist das Intelligenz? Oder Wille, ne? 36 Wille. Ein uraltes Sonnenwunder verstärkt die Waffe in der anderen Hand mit Sonnenlicht, eine Art Blitz. Die Sonne schenkt allen auf Erden das Leben, ganz gleich, ob die Verehrer des Sonnenlichts noch ihr Antlitz zieren oder nicht. So, boah, da bin ich aber froh, dass wir das hier noch erledigt haben. Dann könnten wir jetzt eigentlich, mit einem Heimatknochen zurückreisen, aber wozu? Wir haben ja zwei gesunde Füße und auch noch ein bisschen Zeit. Dann könnte mich ja noch auf dem Weg zurück begleiten. Boah, brauchen wir nicht mehr. Hei, hei, hei. So, genau. Jetzt geht's hier lang. Ja, wie gesagt, ich würde auch euch raten, definitiv vorher alle Gegner auszuschalten. Definitiv auch nicht diesen Weg hier weiter lang gehen, denn am Ende dieser Torbögen, da ist ein dickes Loch. Nicht, dass ich da selber schon mal reingelaufen wäre. Nein, nein, natürlich nicht. So, ich meine, hier befindet sich jetzt auch noch was. Ihr denkt euch auch, der Teil hört nie mehr auf. Aber so viel Zeit muss sein. So, hier. Seele eines Helden und göttlicher Segen. Ja. Zu dem da hinten kommen wir hier nicht, aber ich glaube von der anderen Seite. Das werde ich dann hoffentlich im nächsten Teil euch zeigen können. So. Also, ich würde sagen, hier ist endlich ein guter Punkt zum Ende. Die Musik setzt wieder ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn, euer Smurlock. Bye, bye.